So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Ja, wie man sieht, Anlage läuft noch. Oh, ja, aber der Pufferfüll füllt sich echt schnell tatsächlich. Hui. Also ich war jetzt 24 Minuten nicht on. Glaube ich. Genau, 24 Minuten war ich jetzt nicht on. Und da ist die Kiste schon halb voll. Fast. Naja, ein Drittel. Aber mal ein Drittel voll. Also mehr als eine Stunde macht er nicht. Aber man sieht, das System ist immer noch völlig entlastet hier, ne? Die Rohre sind komplett im Normalbereich. Also das mit dem Puffer funktioniert echt gut. Und jetzt kann ich das Ding ja auch einfach ausschalten. Und das Ding wird nach und nach die Kiste einfach abarbeiten. Weil hier ist immer noch alles weiterhin aktiv. Das ist halt schon echt geil. Jetzt ist die Frage. Eben, ich sehe leider mein Protokoll nicht, ob das System an sich noch aktiv ist. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ein Diamant. Ein Diamant. Oh mein Gott. Okay, gut. Ja, also wir haben einen Diamant verbraucht und wir haben einen Diamant bekommen. Also hat sich die gesamte Anlage schon mal gelohnt. Easy. Und es werden bloß noch mehr, hoffe ich. Fragezeichen. Irgendwo ist ein Monster. Hallo? Hallo? Wahrscheinlich da oben. Ja, die Maus müsste überhell genug sein. Irgendwo ist ein Magier. Wer stört denn mit der Ruhe? Ich sollte wohl mehr Wartungsgänge hier installieren. Irgendwo ist ein Magier, aber ich weiß nicht wo. Das ist ja interessant. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir heraus, ob das mit dem Weitergehen auch funktioniert? Ich meine, eigentlich müsste man nur die Kiste hier umleeren. Oh, zwei Diamanten. So. Jetzt gehe ich mal zum Spawn. Und jetzt werden wir sehen, ob die Kisten danach denn wieder trächtig gefüllt sind oder nicht. Eigentlich müssten sie. Weil da ist ja alles, also alles, was jetzt noch läuft, ist ja entweder Pipeworks oder Mesocon. Und die Sachen laufen auch, wenn eigentlich kein Spieler in der Nähe ist. Ne, sonst würden ja auch meine ganzen Zentrifugen und so nicht funktionieren. Also das ist kein Problem. Oh, was ist denn hinten los? Wie kann Teddy bereits mein Let's Play gesehen haben? Oh, okay. Der hat meine Anlage nachgebaut. Was ist mit dem los? Na gut, wobei die Anlage ganz anders aufgebaut ist. Auch viel größer und alles. Und da finde ich es doch ein bisschen übersichtlicher. Lol. Und wie hat er gemacht? Ach, er hat es genauso gemacht. Und ich dachte schon, meine Anlage ist innovativ. Okay, also er baut die Dinger auch ab. Dann schleift er sie. Dann. Ah, wobei er hat keinen Backlauf. Oder? Nee. Das heißt, alles, was hier unerwünscht ist, geht. Hä? Also hier geht alles rein, was reingeht. Das heißt, hier geht alles
weiter und nochmal weiter. Hier geht Kies weiter. Ah, okay, okay. Das heißt, ja, es wird nicht hier, also hier wird nicht alles verwertet. Ne? Die ganzen Low-Bob-Sachen, sag ich mal, hat er hier drin. Alles, was Rohstoffe sind oder Sachen, die er nochmal verwerten kann, geht dann weiter. Und hier geht dann noch das weiter, was er nochmal. Also hier ist nur Diamanten und Ermese drin. Und nur das normale Kies, das geht zurück. Aber dieses ganze gesiebte Kies zum Beispiel, also ist ja eigentlich bloß das gesiebte Kies. Das gesiebte Kies, das bleibt auch in einer von meinen Kisten einfach übrig. Ja, kann man natürlich so machen. Da hat man zwar mehr Abfall, oder man hat überhaupt Abfall. Bei mir ist ja eigentlich überhaupt kein Abfall, sondern bei mir ist ja alles, was ich habe, sind Rohstoffe. So. Das heißt, meine Anlage ist definitiv effizienter auf der einen Seite und produziert halt weniger Abfall auf der anderen Seite. Ja. Gut, dafür hat er aber hier drei so Dinger. Jetzt ist nur die Frage, hat er hier irgendwas installiert, womit seine Anlage auch aktiv bleibt, wenn keiner da ist? Ich meine, jetzt gerade sich im Protokoll überall, dass Tuadi Stein abbaut. Wenn ich jetzt... Oh, hey, wie hat der? Ach, der hat so Glasdinger gebaut. Ah. Oh, okay, jetzt lass. Der hat die Lava hier hinten hin gemacht. Oh, doch nur zwei. Okay. Ja, hier ist bloß der eine aktiv. Der andere ist gar nicht aktiv. Die anderen drei sind gar nicht aktiv. Er hat nur zwei gebaut und der zweite ist gar nicht angeschlossen. Dafür ist hier also Ding einfach so. Lol. Ja, also seins ist halt sehr. Es funktioniert. Aber wie gesagt, jetzt sind wir gespannt. Also ich sehe jetzt im Protokoll die ganze Zeit, dass er Stein abbaut. Obwohl offensichtlich nicht er abbaut, sondern die Maschine. Aber wenn ich jetzt weggehe. Ja, okay. Sobald ich weggehe, baut seine Maschine auch nicht mehr ab. Das heißt, er hat genau das gleiche Problem. Man sieht auch von hier hinten, da vorne ändert sich gar nichts mehr. Na. Also hat er das gleiche Problem. Wobei er natürlich wesentlich weniger Puffer hat, ne? Ich meine, er hat halt pro Stage hat er nur einen einzigen Puffer. Gut, hier ist eine Kiste, wo ganz angeschlossen ist, okay. Aber ansonsten hat er halt. Ja, eben. Ja, noch das Ding ist voll, das Ding ist leer, das Ding ist voll. So, oh, scheint. Gut, wie gesagt, also hier ist auch nur einer einzige aktiv, ne, von daher. Vielleicht hat er deswegen die anderen drei außer Betrieb genommen oder hatte sie noch nie in Betrieb. Weil ich meine, bei den beiden ist ja nicht mal so ein Ding drin, sondern nur hier. Naja. Oh, hier gibt es jetzt richtig Bordstein. Das ist ja cool. Das gefreut mir aber. Gut, hier hätte man noch. Ah, ne, hört man nicht. Nee. Nö. Oh, sieht schon geil aus. Sieht schon sehr gut aus. Wir können uns ja mal das Schloss angucken, ne?
ist schon sehr geil. Alter, draußen wird gerade ein Hund ermordet. So. Oh, geht hier rein. Ah. Hoffentlich werde ich hier nie gefangen genommen. Ja, wobei, Problem ist halt, gefangen nehmen geht in dem Spiel leider nicht. Gut, ich meine, warum sollten es die Mods auch machen? Ich meine, letztendlich, wenn einer böse ist, wird einfach gekickt oder gebannt. Also, temporär gebannt. Außer er macht wirklich verbotene Sachen, dann halt wird er dauernd gebannt, aber in der Regel halt temporär. Oder halt gekickt. Weil wieder einsperren, so geht ja eh nicht, weil jeder hat halt Spawn-Befehl. Das heißt, man kann einfach sich zum Spawn zurück teleportieren. Das ist natürlich, okay, so groß ist das Gebäude gar nicht. Aber wie komme ich da oben rein? Ich will da oben hin. Gibt es irgendwie einen Aufgang? Hier muss es doch irgendein Secret geben. Kommt mir gerade vor wie ein Doom. Guck mal, da ist sogar ein Weg überall. Hier muss es doch irgendwo. Ah, mein Jump-in-One-Herz ist nicht befriedigt. Apropos befriedigt. Naja. Mein Hotel sieht noch sogar von hier aus. Gut, bei meiner Range auch kein Wunder. Ach nee, das ist mein Hotel. Was ist das denn? Das ist ein Mini-Hotel. Ach, das ist mein Demo-Haus, wo ich mit der Lichtanlage gearbeitet habe. Das ist mein AKW. Und das ist mein Hotel. Das sieht schon geil aus von hinten. Da ist hörensreich. Sehr, sehr. Ja, da ist die andere Burg. Da können wir mal hingehen. Oh, Glasdach. Ist aber neu. Cool. Oh, ist eine geile Optik. Und ich bin sogar noch so weit weg, dass man die Schrift da gar nicht sieht. Lol. Ah, Ausgang. Sieht schon irgendwie komisch aus, so mit der Perspektive. Oh, da ist die Kante drinne. Blindlampen. Ach ja, bis hier vorne sind ganze Blöcke und da hinten hat er so eine 16. Lampen um raufgepackt. Also unten drunter vielmehr. Ja, eben, weil eben, das ist ja mein Tunnel. Das heißt, bis hier vorne habe ich gebaut und die Dinger hier, die muss Teddy nachträglich gebaut haben. Interessant. Hier wieder ein Verlies. Mini-Verlies. Okay. Mein Hotel. Gut, da fahren wir mal mit der Bahn zurück. Sehr schnieke.
Liberta. Wer nennt sich bitte schon so? Komischer Name. Heißt das irgendwas? Bedeutet das irgendwas? Ich habe jetzt nicht googeln, sonst wäre ich wahrscheinlich verstört. Kann ich eigentlich, wenn ich im Zug bin, nach Hause gehen? Wird unterbunden. So, beziehungsweise normalerweise muss man ja hier, na, geht das ja noch die normale Treppe. Oh, man kann auch aufs Dach springen. Yay, haha. Jetzt kann ich auf den Zug raufpissen, wenn er herkommt, die Alter. Trink meine Ruin. Ach ja, die schöne Park. Warum ist eigentlich gerade dunkel? Was ist los mit diesem Server? Ha? So schöne Parkanlage, man sieht nichts. Geh mal kurz auf die ins Hotel rein. In der Hoffnung, dass es, bis ich da oben bin, wieder hell ist. Vielleicht kann ich ein bisschen besser hier was erkennen. Muhaha. Sieht schon schnieke aus. Gut, hiermit bin ich nicht ganz glücklich, aber es halt. Mir fällt halt ordentlich ein, wie man das hier besser machen könnte. Von daher ist das schon so in Ordnung, aber es geht halt besser. So viele Heizungen hier. Halt, ich bin nicht falsch. Diese Treppen, oh, die schaffen mich. Ich bin viel zu alt für so eine Scheiße. Oh. Ah, hallo. Nein, hier ist jemand gesprungen. Oh mein Gott, sad life. Was? Wie, wo? Halt, stopp, jetzt rede ich. Achso. Ich hätte gerade was blockiert, gebaut. Wenn ich nicht hier als Ronix on wäre. This block is protected. Haha. So viel zu dein Protectes. Der Beach. Alter, wie alle Türen offen sind. Holy moly. Ah, sogar die Außentüren sind offen. Und das bei der aktuellen Klimakrise. Aber jetzt sind wir für draußen oder was? So, da sind wir, wo es hell. Jetzt sehe ich den Mond gar nicht mehr. Was ist denn der Mond? Ich bin verwirrt. War der Mond nicht da? Hä, wo ist der Mond? Wow. Ach nee, das Dach guckt weiter rüber. Ah, verdammt. Das Dach ist weiter als ich. Ah. Ja gut, das kann natürlich einiges. Nicht alles, aber einiges. Da ist er ja am Mond.
Ich wünschte, es wäre hell. Dann wäre ich voll schnell. Oh, hier sind auch überall die Türen offen. Ah, super. Die ganzen Kisten. Naja, als ich das Hotel gebaut hatte, wusste ich halt überhaupt nicht, was ich mit den Räumen hier machen soll. Dachte ich mir einfach so, ja, also Lagerraum für die Besucher hier, für die Kunden. Irgendwie so. Ich meine, im echten wäre es natürlich abschließbare Fächer, keine Frage. Aber, ja. Wäre schon echt. Oh. Hier ist ja Zeugs dran, ne? Kann das jetzt etwa auch einfach so wachsen seit der neuen Version oder was? Weil die Bäume sind ja selbst gepflanzt worden. Und da war sowas normalerweise mal nicht vorhanden. Interessant. Interessant. Naja. So, wenn es hier nicht gleich hell wird, ja, dann gibt's ja aber Krieg hier. Hallo die Waldfee, du. Das ist der Mond. Braucht aber nur 3 Stunden. Verdammt. Achso, siehst du, ich bin ja gerade aktuell alleine hier, oder? Ah, ich glaube, ich bin alleine hier. Hätte ich auch Penny gehen können. Nein, nicht spawnen. Status. Ja, ich bin völlig allein. Problem ist natürlich, ich könnte jetzt auch hier irgendwo ins Bett gehen. Ich gebe dir mal Betten. Aber ich glaube, dann wäre mein Spawnpoint natürlich verstellt. So. Na gut, muss ich nachher dann auch wieder mein Spawnpoint setzen. Sonst mache ich das nächste Mal hier auf. Weil das auch nicht so schlimm wäre, sagen wir mal ehrlich. Tada! Schon sieht es vielleicht besser aus. Oha! Ja, das ist auch cool. Na gut. Da hinten ja die relativ neue Brücke. The Long Dong. Ach, da hinten. Nice. Cool. Na gut. Ah, hier noch mein AKW. Und da hinten die Zentrifuge. Jo, dann gehen wir wieder nach Hause und setzen den Bettspawn Point. Bop. So. Und guck mal, ob die Anlage was gemacht hat. Ja, eher nicht so. Okay, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber warum denn nicht? Was habe ich ihr denn getan, diese Anlage? Sind wir etwa in der Anlagenbuchhaltung oder was? Hä? Fahr fluchtreich, heute! Naja. Aber wir können zum Beispiel, wenn wir massig Gravel haben, Gravel, Kies, Schutt, können wir es sogar manuell einfach in die Pufferkiste reinschmeißen. Weil das ist halt auch der nächste Vorteil. Wir können jetzt sowohl Kobbel als auch Kobbel und Stein. Ich überlege. Ja doch. Also wir könnten unser gesamtes Kobbelarsenal, was wir haben, könnten wir auch in diese Kiste reinschmeißen. Und dann würde die auch die ganze Zeit abgearbeitet werden. Ist das nicht geil? Wie viel Kobbel haben wir überhaupt? Vielleicht mache ich das auch einfach mal. Just for fun. Ja, 52.000, das ist... heilige Scheiße. That's way too much. Andererseits... könnten wir es natürlich auch andersrum machen. Ich muss mal kurz überlegen. Warte mal kurz.
Hochzeit-Diamanten. Ich bin Witch, Digga. Wir könnten gucken. Hier kommt ja alles raus. Das heißt auch Kobbel. Was ich machen könnte, wäre, dass ich sage, ich mache hier so ein Schnüffelstück rein. Also so ein Abzweig. Also ich gehe hier quasi nochmal hoch. Und gehe mit dem dann halt hoch und gehe an dieses Rohr ran. Mach hier aber so einen Blocker hin, dass man hier nur nach oben kann. Das würde dafür sorgen, dass ab und zu, also eigentlich bei jeder Hälfte. Warum sind immer irgendwelche Monster? Verdammt. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Dass bestimmte Blöcke nach oben geleitet werden. Also halt immer die Hälfte. Geht dann immer eins nach da, eins nach oben, eins nach da, eins nach oben, eins nach oben und so weiter und so fort. Und dann damit auch sowohl Cobble als auch Gravel und die ganzen Zwischenschritte hier mit in der Kiste landen. Beziehungsweise noch kranker, ja, aber da sind wir schon wirklich Elite krank. Könnte man hier, wie gesagt, so ein Sniffelstück ransetzen und dann direkt über diesen, also hier direkt noch einen Block draufsetzen, dann ist das ja ein T-Stück. Aber als den Block, den man da raufsetzt, macht man hier so einen Filter. Und dann sagt man bei dem Filter, den man hier raufsetzt, Kies und Kobbel gehen nach oben weiter. Alles andere geht nach links. Und links geht es dann hier wieder runter zu dem. Das heißt, hier geht es dann ganz normal wieder weiter, ne? Weil der ist ja eingestellt, dass hier ganz normal weitergeht. Und dementsprechend wird das, was hier rausgefischt wird, wird dann nur das Kies und der Cobblestone weitergeleitet und geht dann mit dem Rohr nach hier hinten und geht damit dann auch in die Kisten rein. So hätten wir hier nicht nur Rohstoffe, sondern auch Kies und Cobblestone. Oder auch nur Kies. Wenn man sagt, okay, man braucht irgendwas ganz viel Kies oder sowas, dann wäre das tatsächlich noch eine Alternative, womit man quasi noch eine Kiesproduktion hätte. Ja, wäre also tatsächlich eine Überlegung, weil, ne, ich meine, Cobblestone haben wir mehr als genug, da brauchen wir nichts produzieren, so macht keinen Sinn. Aber Kies zum Beispiel haben wir nur 1400, das heißt, da könnte man vielleicht schon überlegen, ob man da eine Produktionsstätte quasi auch mitmacht. Und ich meine, wenn man ganz verrückt ist, kann man sogar eine richtige Produktionsstraße machen, dass man dann quasi aus dem Kies das halt brennt, ne, also quasi Cobblestone nimmt. Und das dann brennt und damit dann ganz viel Cleanstone macht oder irgendwelche anderen Sachen, Compressed Cobblestone zum Beispiel, I don't know. Also da kann man schon schöne Sachen mitmachen. Nur die Sache ist halt natürlich, die Anlage wird halt immer größer. Und ja. Aber so ist halt schon geil, weil so haben wir halt Rohstoffe, das ist das, was wir am ehesten brauchen, so Rohstoffe. Und die kriegen wir hiermit halt en masse. So wissen wir, die Anlage schön lange im Hintergrund läuft. Vor allen Dingen bekommen wir hiermit halt doch endlich mal ein bisschen Diamanten. Das ist ja das, was wir bisher halt gar nicht hatten, so. Also, ich meine, wie lange geht das Let's Play schon? 800 Folgen? I don't know. Und wir haben gerade mal eine Handvoll Diamanten, das ist halt nix. Das ist halt gar nichts so. Ja, aber wie man hört, selbst wenn wir hier oben sind, läuft die Anlage immer noch weiter. Das heißt, der Radius reicht tatsächlich aus. Sehr gut. Hatte schon Angst, dass wir hier zu weit von der Anlage entfernt sind. Weil ich weiß gerade nicht, wie weit ich diese Active Range eingestellt habe. Aber scheinbar hoch genug. Groß genug, möchte. So, mal kurz überlegen. Ich habe schon wieder einen Geldschein. Leck mich doch am Arsch. Alter, das ist schon geil. Was ich halt auch gerne mal probieren würde, wäre halt hier hinten, was wir halt gesehen haben. Diese Dinger. Die klingen verdammt interessant. Was brauche ich denn dafür alles? Hä? Die haben gar keine Rezepte.
Also das für ein Bullshit. Ist ja geil. Ja gut, dann hat sich das auch direkt wieder erledigt. Wenn die Dinger nicht mehr Rezepte haben, dann hat sich ja schon ausrezeptet. Haben die ein Rezept? Nee. Das ist ja wow. Cool. Weil ich hatte halt gehofft, dass man daraus so eine Fahrzeuge bauen kann, die sich dann selbst fortbewegen können. Aber offensichtlich nicht. Na gut. Tja, jetzt müssen wir überlegen, was fehlt uns eigentlich alles noch. Das heißt, wir haben jetzt letztendlich alles, was wir unten abmeinen können, können wir jetzt hiermit abmeinen. Ja, selbst sowas wie Uran. Achso, siehst du? Rainbow Ore ist gar nicht dabei, oder? Zumindest kam bisher noch keine Rainbow Ore. Also es scheint wohl doch nicht alles droppen zu können, sondern nur so bestimmte Sachen. Das ist ja interessant. Aber das dauert einfach nur noch länger. Weil eben, Rainbow Ore, ich weiß halt nicht, wie dieses Ding, ob wie der das hier berechnet. Übernimmt der die Drop-Wahrscheinlichkeit von irgendwo und merkt damit, dass Rainbow Ore noch seltener ist als Diamant und damit ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, weil dann wäre die Frage, wie er das macht, weil die Drop-Raten hängen ja von der Tiefe ab. Und er kann jetzt nicht einfach die Drop-Raten von seiner aktuellen Tiefe nehmen, weil dann würden hier bestimmte manche Sachen gar nicht mit bei sein. Ja. Zum Beispiel droppt auf der Höhe weder Eisen noch Uran und schon gar keine Diamanten. So, das heißt, der muss schon irgendeinen festen Wert benutzen mit seiner Wahrscheinlichkeit. Und da wäre halt die Frage, was für ein Wert? So. Wobei wir doch einfach mal in den Quellcode schauen könnten. Oder, ja, schau ich mal den Quellcode. Also nicht wir, sondern ich, offscreen. Und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.